Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem einzigartigen Geldglitch hier bei Gran Turismo 7. Ich zeige euch das Ganze, wie das funktioniert. Wir fahren mit diesem Honda, ich zeige euch im Video noch das ganz genaue Setup und das Rennen, wo ihr das findet, zeige ich euch auch. Auf jeden Fall empfehle ich euch, mit diesem Fahrzeug die ganze Zeit auf Kraftstoffmischung Nummer 1 zu fahren. Da kommt ihr dann locker 5 Runden hin und es passt eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall ist dieses Rennen einzigartig, weil hier funktioniert ein Geldglitch, liebe Leute. Ihr bekommt immer fehlerfrei Bonus, auch wenn ihr Fehler macht. Normalerweise in Gran Turismo 7 gibt es den Fehlerfrei-Bonus nur, wenn man wirklich ein Rennen absolut fehlerfrei absolviert. Das ist dann sozusagen die Belohnung. Hier, du hast ein Rennen richtig gut gefahren, du bekommst 50% mehr Preisgeld. Und hier in diesen Rennen bekommt ihr immer 50% mehr Preisgeld. Deshalb handelt es sich hier um einen Geldglitch in Gran Turismo 7. Der funktioniert auch schon eine Weile. Ich habe auch schon mal andere Videos gezeigt, auch mit anderen Fahrzeugen und anderen Strecken. Auch einen Tomahawk-Glitch habe ich gezeigt auf Tokyo Expressway. Der wurde gepatcht, danach hat wieder funktioniert, dann wurde wieder gepatcht. Hier, das funktioniert schon eine ganze Weile. Und es ist echt einzigartig und echt gut, dass es immer noch funktioniert. Jetzt fahren wir auch mal hier einen hinten drauf, dass ich euch das auch zeige. So, ich habe da jetzt wirklich einen Unfall gebaut. Kann ja theoretisch im Rennen passieren. Und am Ende bekommt man trotzdem den Fehlerfrei-Bonus. Nach 5 Runden, wie gesagt, ran an die Box, neue Reifen drauf. Ich fahre mit den Rennen harten Reifen. Und jetzt tanke ich das Fahrzeug komplett voll. Oder für nur 5 Runden könnte man auch tanken, wie man möchte. Man kann auch eine ganz andere Taktik fahren. Auf Kraftstoffmischung Nummer 1 muss man sozusagen nach 5 Runden an der Box. Man könnte auch eine andere Kraftstoffmischung fahren. Es geht ja bis Stufe 6. Und dann kann man natürlich mehr Runden fahren, hat dann aber weniger Leistung. Aber auch weniger Verbrauch dadurch. In der 10. Runde wieder ran an eine Box, neue Reifen auftanken, dann geht es wieder los. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt vorzwitschen zur letzten Runde, zur 15. Runde. Da vorne ist die Ziellinie, da müssen wir jetzt nur noch durchfahren. Und dann haben wir das Rennen hier auch schon abgeschlossen. Ja, ungefähr 25 bis 26 Minuten dauert so ein Rennen und jetzt seht ihr, 727.500 bekommt man hier. Daran kann man dann auch erkennen, dass der Geldglitch funktioniert hat. Ein Geldglitch in Gran Turismo 7, der zu 100% auch ein Geldglitch ist. Kommentare, wo ihr anderes behauptet, könnt ihr gerne sein lassen, weil das ist Quatsch. Es handelt es sich hier definitiv um ein Geldglitch. Da sieht man auch noch Bonus fehlerfreies Rennen. Nochmal der Beweis, dass der Geldglitch funktioniert hat. Das Rennen findet ihr auf Europa, Sandeckner Strecke, World Touring Car 800 und hier auch nochmal der Beweis, maximale Belohnung steht hier 485.000. Wir haben aber 727.500 bekommen. Also hier nochmal der Beweis, der Geldglitch funktioniert und es ist zu 100% ein Geldglitch. Hier das Setup, um genau 800 LP zu erreichen, müsst ihr das alles so einstellen. Könnt ihr gerne ein Foto machen oder ein Screenshot oder halt Pause im Video, egal ob es er übernimmt es so. Und dann sollte das passen, dann habt ihr genau mit den Honda NSX GT500 800 LP. Leider kommt es ab und zu vor, dass manche Leute komische Sachen hier kommentieren. Zum Beispiel Behauptungen, das ist kein Geldglitch. Bitte solche Kommentare unterlassen, weil es stimmt einfach nicht.
wenn jemand schreibt, das Spiel ist nicht Gran Turismo 7, ist genauso ein Blödsinn, das kann man dann auch gerne sein lassen. Ja, seid vernünftig in den Kommentaren, haltet euch an die Richtlinien, seid nett, freundlich, respektvoll. Nur vernünftige Kommentare sind hier erwünscht. Unangemessene Kommentare werden sofort von YouTube gelöscht oder von mir gelöscht und führen automatisch sofort zum Bann. Falls ihr Interesse habt, liebe Leute, an mehr solchen Videos, wo man richtig schön viel Geld hier in Gran Turismo 7 verdienen kann, dann schaut doch mal in meinen Playlisten vorbei unter GT7 Glitch und Cheat oder GT7 Geldtricks. Des Weiteren findet ihr auf meinem YouTube-Kanal noch viele, viele Videos rund um Gran Turismo 7, zum Beispiel ganz wichtig, Update-Informationen. Immer wenn neues Update rauskommt, lade ich das hier hoch. Hier seid ihr immer up to date, immer auf den neuesten Stand rund um Gran Turismo 7. Zum Beispiel ganz wichtig bei Updates, neue Events, neue Strecken, neue Autos. Ja, da gibt es immer wieder mal neue Sachen, die mit hinzukommen. Und hier werde ich euch immer darüber informieren. Autos kaufen zeige ich auch. Gibt ja interessante Autos, die teuersten hier bei Gran Turismo 7, 20 Millionen. Ja, da muss man schon ein paar Rennen fahren und hier so ein Geldglitch ist dafür richtig gut geeignet, um halt schneller an das Geld ranzukommen. Die komplette Kaffeekampagne auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Des Weiteren Lizenzen, Missionen, Streckenerfahrung, alles komplett auf Gold. Wenn ihr da irgendwo mal Hilfe braucht, schaut gerne in meinen Playlisten vorbei. Dort werdet ihr auf jeden Fall alles finden. Events und Meisterschaften, alles komplett. Und es geht noch weiter. Arcade-Rennen, Driftrennen, Zeitrennen, Benutzerrennen und Langzeitrennen, auch Rennenwiederholungen, Musikrennenwiederholungen, die komplette Musikrallye auch auf Gold. Und ab und zu Live-Rennen und Autopräsentationsvideos. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.